Es gibt mal wieder Entbannungsanträge. Wir haben ja direkt den ersten Guten hier am Start. Der erste ist direkt... Nee, komm, wir heben uns Wally zum Schluss aus. Auf. Nikita Engel ist der erste, der entbannt werden möchte. Vor 4 Monaten gebannt von Jillens. Opa. Ey, ich war das nicht... Ich wollte gerade sagen, ich gebe dir noch eine zweite Chance, aber er sagt, ey, ich war das nicht. Also so ein kleiner Cousin klingt wie Standardausrede, aber war. Der Cousin. Ablehnen. Du hast keinen Cousin. Nächster. Let's Luca TV 2. Gesperrt von mir sogar. Moin, komm mal zu Basti Game Live rüber. Er braucht noch 9 Follower. Er würde sich freuen. Ich will Tian sagen, was ich gerne mitspielen will. Nein. Ich habe Follow dagelassen. Tschüss. Nächster. Ducky Rob. Gesperrt vom BVB-Vogel. Wenn du verlierst, bist du ein Sassy-Imposter mit Popo-Wasser. Please trink meine cute Sassy-Milk with red cheese and poopy water with Kaka-Stückchen. Trink Milch von dem Dark Web und ich gebe dir... Ihr Sassi-Popo-Wasser mit Pipi. Es tut mir sehr leid, dass ich so welche Sachen geschrieben habe. Es tut mir sehr leid, LG. Es tut ihm bestimmt sehr leid, Leute, oder? Es tut ihm bestimmt sehr leid. Nein, Digga, der wird nicht entbannt. Obwohl, er hat ja kein Weh getan. Egal, komm. Sperre aufheben. Mino GHG, den kenne ich sogar. Gesperrt von mir selber. Bann mich, please. Ich wollte schauen, wie das ist. Ich wollte schauen, wie das ist. Ja, super. Weißt du was? Du wirst entbannt und die Mods timeouten dich für 2 Wochen. Fast Bann, please. Bitte Bann. Instant Bann von Dust Trust. In derselben Minute sogar noch. Wow. Shee. Neuer Rekord. 4,46 Sekunden. No way. Er hat das getimed. Oh mein Gott, Alter. Bann bleibt Bann. Tschüss. Gesperrt von TikTok TokTok. Gamer Luke. Sorry, dass ich Eigenwerbung gemacht habe. Ich sehe meinen Fehler ein. Es tut mir sehr leid. Ich war sehr jung und ich dachte, ich konnte so mehr Follower bekommen. Das war vor 3 Monaten nicht einmal und er war vor 3 Monaten sehr jung. Aber jetzt ist er alt und erwachsen und er ist bestimmt jetzt nicht mehr so, richtig? Ich hab Follow removed. Nächster. Ich bin Wiener. Verdächtiger Benutzer. Umgangene Sperre. Sus. Er hat legit mich als Profilbild. Hi Tian, seit langem wieder. Bekomme ich jetzt eigentlich den Sub? Ist mein zweiter Account. Bin XCox. Aha. Hat sich erledigt. Nächster. Nickmann Hart XD. Gesperrt von mir. Du Sackgesicht, Affenbumsen, rum, wenn ich dich schee, Schwanzgesicht, Peniskappa. Hast du Bock 1,16 SW? Hast du Bock BW? Hallo du Opa, Gigafuck, ein Horny ist Horny. Twitch.tv/TriggerDiego. Entschuldigung, weil... Strom schmeckt nach Aua 187. Gesperrt von Tian. Krusty Burger. Jeder kriegt... Die Krankheiten beim Küssen. Auf einmal wird hier gegen Krusty geshootet, der Arme. Ich bin ein Einhorn. Meine Mama, sag mal Gurkensohn, please. At Fabo True. Technoblade Emote. Ja. Warum gibt es mehr Frauen als Männer auf der Welt? Bro, frauenfeindlich, belastet Krusty und macht sich lustig über den Tod von Technoblade. Dicker Daumen nach unten, dicker Mittelfinger. Ist das für mich hier? Ablehnen. Nein. Weg. Ein Monster. Möchte entbannt werden. Gesperrt von Jillens. Hi, moin. Stegi, sein allerbester Freund. Stream gemeldet und blockiert wegen Beleidigung. Kappa. Ich hab Kappa gesagt. Auf Handy kommen nur Schwule, die reich sind. Was? Was? Das ergibt nicht mal Sinn. Tut mir ja leid, aber das war nicht als Beleidigung gemeint, sondern als Funfact. Und wenn schwul keine Beleidigung ist, warum ich dann gesperrt? Da sind so 2 Männer, die ein Workout in einem Wolkenkratzer machen. Meine For You ist halt vollgespammt damit. Und das ist das, was ich sagen wollte. Und ja, schwul sein ist keine Beleidigung. Den kann man entbannen. Der hat vielleicht sich ein bisschen vergriffen im Ton. Aber er hat ja nichts gegen Schwule gesagt. Hallo Welt 500. Den Namen habe ich noch im Kopf. Habe ich sogar selber gesperrt. So, Spotify. Mal sehen, was für ein Song. Lukas, der Rapper. Geh dich vergraben, Schaufel geht auf mich. Hä? War nur ein Spaß, sorry, wollte nur lustig sein. Chat, wollen wir ihn entbannen? Ich finde das jetzt nicht so schlimm. Er wünscht mir den Tod, aber ich glaube, das war ein Joke und deswegen entbanne ich ihn, weil ich verstehe das. Tian YouTube, gesperrt von mir selber. Hallo, Sadchamp, Ausrufezeichen Cookie. Tiani Boy 2, ablehnen, Faker, Ocean L, Nighty Life HDF. Screenshot. Weird Champ, Weird Champ, Weird Champ. Warum wurde ich gebannt? Seid ihr B? Ach so, das ist euch schon, oder wie? Dann wird das wohl gebannt. Für die, die es nicht raffen, ich will jetzt nicht ausholen, es war aber mal ein schwieriger Tweet damals. So, der redet mit mir, als wäre ich sein Freund. Der Mod, der soll mal die Fresse halten. Denkt er wird entbannt, wenn er das da reinschreibt? Weg mit ihm. Master Uguay 69 420 0. Sperrt von Tian, the one and only. No, it was accident. I no try. Do we spell that? I'm no spell good English. Ablehnen. You are done. Minimitastisch. Den Namen kenne ich noch. Er ist irgendwie politisch, was schon mal nicht so nice ist bei mir. Giga Chat. Giga Chat. Wichtiger Mod, so komisch mit ihrer Emotesprache.
Video von Tanzverbot über Lola abgreifen, Jertian. So, und Minimitastisch, daran kann ich mich erinnern, das war über TTS und das macht man nicht. Ich erinnere mich, da waren wir gerade essen, wir saßen im Café und ich hatte über meine Boxen TTS an, Text-to-Speech an. Dann hat er das hier gesagt und das auf Englisch ergibt halt ein böses Wort. Deswegen machen wir das nicht und wir werden ihn ablehnen. Kroko auf Wish. Spotify. Lukas Brawl Stars Diss-Track. Mod-Kommentare, 2 Stück. Aha. Bot-Rate plus Follow-Bots. Ah, der hat wahrscheinlich gebot-rated mit seinem Account? Ne, der bleibt gebannt. Bot-Rate. Ich kann mich erinnern an den Bot-Rate tatsächlich. Nächster, Markus in the House. Den kenne ich auch noch. Schwanzcam. Bra! Oh mein Gott. Ich möchte gerne Teilnehmer dieses Chats sein und möchte mich wie jeder Chater verhalten. Mein Bruder hat dieses Bra gemacht, wo ich kurz auf Klo war. Sorry. So, Chat. Ich weiß ganz genau, dass dieser Typ schon mindestens 20 Mal in TTS gespammt hat. Ich werde ihn trotzdem ein letztes Mal entsperren, weil er schon einen Monat gebannt ist und ich möchte ihm noch eine letzte Chance geben. Wird dieser Markus aber noch einmal sowas machen, ist er weg vom Fenster. Danke, hab die ganze Zeit zu gesehen. Markus, du bist im Chat. Willkommen zurück, Markus. Schins Delay. A little song I wrote. Emek, Junge, halt die Fresse, du heißt. Der ist spammt nur. Bei so einem Mod-Team will ich nie wieder unbanned werden. Emek ist nicht mal Mod. Emek ist legit nicht einmal Mod. Du beleidigst hier nicht meine Mods als Deswegen wirst du nicht entbannt. Ninjoni 56. Warum ist der schiefe... Okay, 9-11-Joke, direkt Permaban. Ich verstehe es, wenn du ihn nicht lustig fandest. War auch schon grenzwertig. Jeder hat halt einen anderen Humor. Bitte entbannt mich. Und ich bin auch ein ganz braver Junge. Nö, ablehnen. Agretnello Siui. Folgt mir auf Ehre, danke. Kuss geht raus, Kuss geht raus, Kuss geht raus. Nee, das wird leider nicht entbannt. Eigenwerbung. Plus kein Follow gemacht. GG. Teil Kiwi mit mir. Spotify-Track. Jungs, ich check nicht. Ich check legit nicht, wie viele Nazis es gibt auf Twitch. Das ist insane. Bann war wegen dem Song, wenn das der Mod gerade nicht weiß. Will nur sagen, dass ich das nicht wusste und es nur als Spaß war und ich nachgedacht habe und würde gerne wieder teilnehmen. Kommt die wieder vor. Jetzt haben wir ein Dilemma. Ich kenne diesen Chatter. Ich weiß, dass er sehr gerne im Stream ist. Es ist nicht lustig, so einen Song zu requesten. Ich würde sagen, ich entbanne ihn und gebe ihm einen Monat Timeout. Wenn er sich dafür entschuldigt und dafür gerade steht und er nicht wusste, was dieser Song aussagt, dann geben wir ihm eine letzte Chance. Gleich kommen wir zum meist gehassten Chatter in meinem Chat. Pommes 3145. Gesperrt von David. Mordkommentar 1 Stück. Overflow ist ein Anime-Porn. Such gleich mal onstream nach Overflow in Google. Es tut mir sehr leid, dass ich dies geschrieben habe. Ich werde es nie wieder tun. Ich würde sowas nicht permanent bannen. Ich würde sowas einfach timeouten für eine Stunde. Du wirst entbannt. So, und nun kommen wir zum Grande Finale. Mr. Wally Real. Den wahrscheinlich bekanntesten gebannten Chatter bei mir im Stream auf Twitch. Wally war gebannt, weil er was Böses gegenüber einem meiner Mods gemacht hat. Die Mods und das Mod-Team haben entschieden, dass er gebannt werden soll. Die Mods haben sich wieder mit ihm vertragen. Er hat sich aufrichtig entschuldigt, hat viele Monate abgewartet und deswegen würde ich sagen, wir lesen mal, was er geschrieben hat. Liebstes Team von Tian und Tian selbst. Ich entschuldige mich für mein Verhalten im Chat, Discord und IRL. Ich würde mir eine zweite Chance wünschen, da ich wieder am Chat teilnehmen kann. Sonst muss ich wieder mein Money wasten. Ich werde mich in Zukunft benehmen und weder dich noch deine Mods im Chat oder IRL bedrohen. Ich entschuldige mich hiermit auch bei jedem, den ich beleidigt und bedroht habe. Besonders entschuldige ich mich bei Jillens und Tian selbst. Euer Lieblingsgebannter, Mr. Buddy Wee. Normalerweise würde ich sowas gebannt lassen, aber da es mit den Beteiligten abgesprochen ist, dass er wieder eine Chance verdient hat und weil er jeden Tag in anderen Chats über mich schreibt, dass er wieder entbannt werden will und dass er sich wirklich freut und mich sogar im gebannten Zustand schaut, finde ich es schon verdient, dass er eine zweite Chance verdient hat. Er hat daraus gelernt und er freut sich wieder im Chat teilnehmen zu dürfen. Er hat mir sogar eine nette DM geschrieben. 4-2-K-Man, Sperre aufheben. Du hast eine zweite Chance verdient. Und damit sind alle Entbannungsanträge wieder durch. Geil, geil, geil.